Heute ist der 25. August 2024. Draußen ist es heiß. Es gibt eine Hitzewelle in ganz Europa, wahrscheinlich auf der ganzen Nordhalbkugel. Und vor wenigen Tagen ist ein wichtiges Buch erschienen, Imminent von Lou Elizondo. Es gibt schon viele Medienberichte darüber, auch ich habe schon in UFO-TV News darüber berichtet und ich werde auch weiterhin über die Reaktionen berichten und über die weiteren Auswirkungen. Aber jetzt habe ich mir die Zeit genommen, ein spezielles Video aufzunehmen, nämlich eine Vorstellung des Buches Kapitel für Kapitel. Gut, also legen wir los. Normalerweise mache ich diese Nachspielvideos in einem Take und das ist eigentlich auch meine Absicht heute, das zu machen. Aber es kann sein, dass ich vielleicht doch ausnahmsweise das ein oder andere Mal unterbreche, einfach weil ich mir mal den Schweiß von der Stirn wischen muss oder irgendwas nachschauen. An sich bin ich gut vorbereitet und wir können gleich in medias res gehen. Die Idee ist eben, das Buch Kapitel für Kapitel durchzugehen und zu beschreiben, was der Inhalt der jeweiligen Kapitel ist, mit ein paar Anmerkungen, wobei nicht sehr viele. Die Anmerkungen und was ich mir selber dazu denke, möchte ich eher erst am Schluss zusammenfassen und daher auch meine Einladung an alle jene, die das Buch erst lesen wollen und vielleicht sich nicht spoilern lassen wollen, die können das alles überspringen und sich vielleicht nur den Schluss ansehen. Ich werde dann nachher Kapitelmarken einbauen, damit das leichter fällt. Gut, für alle, die es wissen wollen, egal ob sie das Buch schon gelesen haben oder noch nicht, legen wir los. Grundsätzlich möchte ich mal sagen, dass ich das Buch für sehr gelungen halte. Es ist ein sehr gut lesbares Buch und die Audiobook-Version ist fast noch besser, weil Lou Elizondo selbst das spricht, also seinen eigenen Text spricht. Auch das Vorwort von Christopher Mellon wird von Christopher Mellon gesprochen. Also das macht das Ganze sehr authentisch, sehr persönlich. Und ein kleiner Tipp für alle, die das Audiobook haben oder kaufen wollen. Auch darin befinden sich die Bilder, das Bildmaterial, das im Buch vorkommt, als PDF. Das muss man nur separat herunterladen. Das sagt Lou eh auch in einem seiner Vorbemerkungen, aber trotzdem noch hier nochmal als kleiner Tipp. Ja, das Buch beginnt mit einem Vorwort von Christopher Mellon, ein ehemaliger wichtiger Geheimdienstmann und Mitarbeiter im Pentagon, der zusammen mit Lou Elizondo die drei berühmten Navy-Videos freigegeben und aus dem Pentagon herausgebracht hat und der in vielen Artikeln und Vorträgen eben für Offenlegung kämpft. Wer Lou Elizondo und Christopher Mellon nicht kennt und auch einige andere Namen, die noch vorkommen, ich werde sie nicht alle konkret vorstellen, weil die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, sie wahrscheinlich eh schon kennen. Und Leute, die sich noch nicht sehr damit beschäftigt haben, werden mit viel in dem Buch wahrscheinlich eh nichts anfangen können. Also streichen wir das. Das stimmt nicht. Eigentlich kann jeder das Buch lesen und wird einen Einblick bekommen. Aber in die Details, die die verschiedenen Personen betreffen, muss man sich nicht verlieren. Ich werde darauf eingehen, wenn es notwendig ist, aber grundsätzlich nicht. Beim Christopher Mellon war das schon wichtig, weil er eben sein Vorwort schreibt. Es ist ziemlich lang und er hält es eher technisch. Was ich damit meine ist, er gibt einen historischen Überblick über UFO-Sichtungen, aber auch über die Beschäftigung des Pentagons mit dem Thema, mit dem Umgang des Militärs mit dem Thema. Und er spart da nicht an Kritik, dass das zu wenig ernst genommen wird, beziehungsweise eben weniger das, als es wird zu wenig koordiniert. Er weist vor allem darauf hin, dass die Geheimhaltung innerhalb des Militärs und der Geheimdienste oft nichts Gutes gebracht hat. Beispielsweise
bei dem Überfall von Pearl Harbor oder eben bei 9/11, bei der Attacke auf die Twin Towers, hätte es genug Informationen gegeben, aber die verschiedenen Teile des amerikanischen Regierungsapparats haben nicht miteinander kommuniziert und das hat zu Katastrophen geführt. Es ist also ein bisschen auch eine unterschwellige Warnung, das setzt sich dann auch im Buch fort. Dazu habe ich meine eigene Meinung, das werde ich vielleicht nochmal am Schluss erwähnen. Aber er lobt auch Lou Elizondo für seinen Einsatz und dafür, dass er eben jetzt Dinge an die Öffentlichkeit bringt. Und er hofft, dass das einen Beitrag einen Beitrag bringt, einen wesentlichen, zu einer weiteren Offenlegung, zu einem ernsteren Beschäftigen mit dem Thema und vor allem mit der Verbreitung des Wissens. Wir sind nicht allein. Bevor es ins erste Kapitel geht, gibt es vorher noch sogenannte Author's Notes, also Notizen des Autors. Darin geht er vor allem auf den Titel ein, imminent. Imminent bedeutet auf Deutsch so viel wie unmittelbar, unmittelbar bevorstehend. Es ist etymologisch verwandt mit den Worten eminent, aber eminent heißt auf Deutsch wichtig und bedeutsam. Es ist also ein false friend, wie man so sagt, wenn sich Worte sehr ähnlich sind in zwei Sprachen. Er meint mit imminent aber wirklich etwas Unmittelbares, etwas unmittelbar Bevorstehendes. Im militärischen Sinn wird damit meistens eine unmittelbare Bedrohung, eine unmittelbare Katastrophe gemeint. Er interpretiert das eher so im Sinne einer unmittelbar bevorstehenden Enthüllung. Das heißt, er glaubt, dass das Thema und dass wir und das amerikanische Militär schon so lange einen Eiertanz gemacht haben, jetzt doch langsam an die Öffentlichkeit kommt. Breiter. Aber er lädt uns auch selbst ein, als Leser unsere eigenen Schlüsse zu ziehen und zu überlegen, was für uns das Wort imminent bedeutet. Dann gibt es eine Introduction, also eine Einleitung. Darin schildert er kurz, dass er nach einem Militärdienst, einem langjährigen, 2008 angeworben wurde, um an dem geheimen ATIP-Programm teilzunehmen, dessen Direktor er am Schluss war. Das ist zwar etwas umstritten, aber dass er im Pentagon an einem geheimen Programm zum Erforschen von UFOs gearbeitet hat und das gemeinhin unter dem Namen ATIP bekannt war, ist mittlerweile eindeutig bewiesen. Es gibt gerade vor kurzem erst, das steht noch nicht im Buch, neue freigegebene Dokumente, die das belegen, auch wenn das Pentagon noch immer so tut, als wüssten sie nicht, wer er ist. Und er betont in dieser Einleitung halt auch, dass es jetzt Zeit wäre dafür, diese Informationen, die er schon lange hat, die im Pentagon bekannt sind und auch in den Geheimdiensten, dass die jetzt als Information an die Öffentlichkeit geht, eine Information für alle. Das erste Kapitel heißt Damned if I do, damned if I don't. Auf Deutsch etwa, ich bin verdammt, wenn ich es tue, ich bin verdammt, wenn ich es nicht tue. Und da geht es vor allem darum, wie das Ganze für ihn begonnen hat. Er beschreibt kurz seine militärische Biografie, die sehr, sehr ausführlich ist. Er war in Afghanistan, er war in Irak, er war in Guantanamo Bay, dazu noch später. Er war in verschiedensten Positionen militärisch, meistens als Berater oder als Koordinator tätig. Er war in der sogenannten Counterintelligence, also in der Gegenspionage. Er hat sich damit beschäftigt, Spione zu fangen oder herauszufinden, was die Spione über die USA wissen. Ein sehr umfangreiches, großes Portfolio und an vielen Positionen. Und es steht eindeutig fest, dass er zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Persönlichkeit war im Pentagon. Er hat dort koordiniert eben die Kommunikationsströme zwischen verschiedenen Teilen der Behörden. Und er war an der höchsten Stufe, die man sein kann als Ziviler. Ja, er hatte die höchste Zivilposition bzw. den höchsten Rang und die höchste Gehaltsstufe inne. War also nicht niemand, sondern hatte sein eigenes Büro und so weiter und so weiter und Mitarbeiter. Eines Tages bekam er Besuch von Jay Stratton und einer Frau. Jay Stratton ist
mittlerweile relativ bekannt. Er war der Leiter oder an führender Position des sogenannten AWSAP-Programms, AAWSAP. Das war dieses tatsächlich von der amerikanischen Regierung gesponserte, also bezahlte Forschungsprogramm mit Bigelow auf der Skinwalker Ranch. Sie haben aber nicht nur nach spooky Sachen gesucht, sondern eben versucht herauszufinden, was fliegt da in der Luft herum, was für Antriebe verwenden die, kann man die Antriebe verwenden. Da war er also damals noch unbekannt an führender Position und später hat er dann die Taskforce geleitet. Dazu ebenfalls ein bisschen später. Mittlerweile ist er ein bisschen bekannter, man kennt sein Gesicht. Er ist immer wieder wo aufgetreten, wenn er auch immer noch nicht sehr bekannt ist. Und übrigens, Jay Stratton ist derjenige, der mit dem Begriff UAP heraus, also das erfunden hat. Erfunden stimmt nicht ganz. Es gibt die Verwendung für unbekannte Luftphänomene schon früher. Aber er war derjenige, der es dann in Gesetzgebung eingebracht hat, damit wir heute nicht mehr von UFOs sprechen müssen und damit ein Stigma befeuern, sondern ein anderes Wort dazu haben. UAP, Unidentified Anomalous Phenomenon heute, also unbekannte anomale Phänomene. Am Anfang hat es geheißen unbekannte Aerial Phenomenon, also unbekannte Luftphänomene, aber das Ganze umfasst ja mehr auch unterseeisch und im Weltall und andere Phänomene. Daher gilt jetzt diese Definition übrigens sogar per Gesetz, per amerikanischem Gesetz. Gut, jedenfalls erhielt er diese Einladung, an einem geheimnisvollen Programm teilzunehmen, eben OSAP. Dazu muss ich sagen, die Frau, die ihn begleitet, wird als Superspionin beschrieben. Von der habe ich noch nie gehört. Er verwendet einen, also Lou Elizondo verwendet einen Decknamen. Ich weiß nicht, wer sie ist. Mir ist im gesamten Zusammenhang mit OSAP und AID bis jetzt noch gar keine Frau untergekommen. Also, das finde ich schon mal sehr interessant. Aber es ist in weiterer Folge nicht wichtig. Elizondo trifft sich also mehrmals mit Stratton und dann lernt er James Lekatsky kennen. Das ist ein Raketeningenieur, der eben der wissenschaftliche Leiter von OSAP war. Auch das ist mittlerweile bekannt. Ich habe auf meinem Kanal schon oft über ihn berichtet, auch über die Enthüllungsbücher, die er inzwischen geschrieben hat. Eine wichtige Persönlichkeit. Und nach ein paar Treffen fragt Lekatsky ihn, was er eigentlich was er über UFOs denkt. Und Elizondo antwortet offen und ehrlich, er denkt nicht darüber nach. Er hat keine Meinung dazu. Und Lekatsky sagt ihm, wenn er sich dafür interessiert, an diesem Programm mitzuarbeiten, also er verlässt nicht seinen alten Posten, sondern würde sozusagen einige Agenten da mit übernehmen, auch das ist üblich im Pentagon, dann müsste er offen sein. Offen für alles Mögliche und für alle Möglichkeiten. Da kriegt Elizondo einen Verdacht und fragt seinen alten Freund John Robert, das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass er früher schon Teil eines geheimen und eigenartigen Programms war. Und da wird zum ersten Mal festgestellt, dass er, also er, Elizondo, Teil des bekannten Stargate Remote Viewing Programms war. Dazu aber auch nochmal später. Ja, jedenfalls erfährt er eben mehr und erzählt auch ein bisschen über die Geschichte von OSAP und wie Senator Harry Reid dafür gesorgt hat, dass das Programm zustande kam und überhaupt auch ein bisschen über die UFO-Geschichte, was es da so für Sichtungen gab und wie damit umgegangen wurde. Schließlich ruft er Jay Stratton an und sagt, ja, er ist dabei und wird dabei gewarnt, dass er sich bewusst sein muss, dass wenn er diese Aufgabe übernimmt, dass das ein bisschen sticky sein könnte. Sticky heißt klebrig. Normalerweise bedeutet das so viel wie eine haarige Angelegenheit. Aber wie sich später herausstellt, ist es im Wortsinn gemeint. Es ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, möglich, dass gewisse Dinge an einem anhaften. Aber dazu später. Das zweite Kapitel heißt Colares, also mit C. Das ist eine Region in Brasilien. Und Elizondo beschreibt, wie er Hal Puthoff kennenlernt. Hal Puthoff ist eine graue Eminenz der gesamten
CIA-Geheimdienst-Beschäftigung mit allen möglichen Spooky-Themen, also spooky in dem Sinne, er beschäftigt sich mit dem Bewusstsein, er beschäftigt sich auch mit Remote Viewing, er ist einer der Schöpfer des Programms, aber eben auch mit der Technik der UFOs, er ist auch Wissenschaftler, war bei der Sol-Konferenz, ist mittlerweile auch schon relativ bekannt und öffentlich sichtbar. Aber jedenfalls lernt er ihn kennen und erfährt, dass auch Hal Puthoff für OSEP arbeitet. Und gemeinsam mit Jay und einigen anderen haben sie dann ein Abendessen mit einem brasilianischen General, der ihnen von den Vorfällen in Colares erzählt. Ich möchte jetzt nicht das ausufernd erzählen, man kann das selber googeln. Das war ein Vorfall über mehrere Monate, wo in einer entfernten Region UFOs gesichtet wurden, Leuchtobjekte gesehen wurden, Menschen scheinbar mit Strahlen beschossen wurden. Jedenfalls haben sie verschiedene Symptome gehabt, von Müdigkeit bis zu anderen, bis zu schlechter Augensicht und alles Mögliche. Und das brasilianische Militär hat damals eben Truppen hingesendet, Mediziner auch, Mediziner und Truppen, die sich darum kümmern und die haben die Leute untersucht und tatsächlich, die waren krank und die Militärs haben selber Sachen gesehen. Es gibt davon Videos, es gibt Fotos und damals hat das ist schon relativ lange her, damals hat das brasilianische Militär das noch abgeleugnet, am Schluss Bericht gesagt, da war nichts, aber mittlerweile wird immer mehr davon veröffentlicht und mittlerweile ist das brasilianische auch Militär auch schon offener. Und hat zugegeben, dass das ja wohl unerklärliche Dinge passiert sind, auch ihren eigenen Leuten. Und das beschreibt er eben auch die militärischen Sachen und er beschreibt auch, dass der General einen Briefumschlag öffnet und ihnen Fotos zeigt von den Vorfällen. Und Lou Elizondo sagt und sagt das auch in Interviews, das ist der Zeitpunkt, wo er zum ersten Mal einen Schock bekommen hat, dass das alles wahr sein könnte. Dass diese ganzen UFO-Dinge, von denen er vorher wenig bis gar nichts gewusst hat oder gehört hat, dass das alles real sein könnte, wenn nicht sogar sein muss. Er geht dann hier noch auf eine Tangente, also soll heißen, in einen anderen Erzählstrang und erzählt, das ist relativ neu, von einer Begebenheit im Irak, wo er als einer der führenden Offiziere zu einem seltsamen Vorfall gerufen wurde, wo ein Abrams-Tank, also ein Panzer der Amerikaner, einer der extrem stärksten gepanzerten Panzern, scheinbar durch einen Energiestrahl glatt durchbohrt wurde. Und ein zweiter Panzer, der daneben stand, noch einmal. Und das geschah, nachdem zuvor irgendein Hirte in der Gegend angeblich ein UFO gesehen hat. Lou sieht sich das an, damals im Irak, hat keine Ahnung, was das sein kann. Die Panzer werden eingesammelt und nach Amerika gebracht und man hört danach nie wieder etwas davon. Interessanterweise hat vor kurzem jemand, den ich kenne, herausgefunden, dass es zu dem Zeitpunkt sogar einen Spiegelartikel in Deutschland über den Vorfall gab. Den werde ich in der Beschreibung verlinken. Damals sprach man auch von einem Einsatz bisher unbekannter Energiewaffen. Es wird spekuliert, dass das eben damals schon bekannte Energiewaffen sein könnten. Nur die machen keine glatten Durchschüsse. Die sind dafür ausgelegt, eine Panzerung zu durchbrechen und dann drinnen maximalen Schaden zu verursachen. Und hier wurden aber zwei Panzer glatt durchschossen. Und man weiß nicht warum. Lou erzählt das vermutlich, um darauf hinzuweisen, dass auch ihm schon in der militärischen Zeit das eine oder andere Seltsame untergekommen ist. Das dritte Kapitel heißt, oje, ah ja, A Reluctant Warrior. Also ein zögerlicher Kämpfer, ein zögernder Krieger. Darin beschreibt er nun erstmals seine Biografie. Ich möchte vielleicht noch zum Stil sagen, das ganze Buch ist eine Autobiografie in gewisser Weise, wobei er sie aber nicht stringent erzählt. Er erzählt sie nicht von Geburt bis Gegenwart, sondern er mischt in die Timeline seiner Beschäftigung mit ATIP und mit dem Pentagon immer wieder
biografische Fakten ein. Die sind dann schon im Buch chronologisch größtenteils, aber halt sehr verteilt. Ich werde an manchen Stellen sie erwähnen, in vielen aber nicht. Es gibt aber viele Kapitel, in denen er Teile von seiner persönlichen Biografie erzählt. Und was auch noch interessant ist, er arbeitet sehr viel mit Dialogen. Also wer hat was gesagt, nicht einfach nur erzählt. Es ist kein Sachbuch in dem Sinne, es ist tatsächlich eher eine Erzählung, aber das macht es auch so leicht und gut lesbar. Oder eben, man kann sehr gut zuhören, wenn er es dann wieder gibt. Es gibt sehr viel direkte Rede auch in dem Buch. So, zurück zum dritten Kapitel. Da geht er jetzt auf seine persönliche Bio ein, auf die Geschichte seiner Eltern. Nur ganz kurz, sein Vater war ein Mitkämpfer von Fidel Castro, ist dann aber drauf gekommen, dass das Fidel Castro-Regime korrupt ist und hat dann gegen Castro gearbeitet, war im Gefängnis in Kuba, konnte fliehen, hat dann eben in den USA ein neues Leben begonnen, hat ein Model geheiratet, die Mutter von Elizondo, und hat dann verschiedene Business aufgebaut, auch zusammen mit seiner Frau, die haben sich dann getrennt. Das führt alles ein bisschen zu weit. Wichtig ist, er hat den kleinen Luis von Kindheit auf trainiert. Er hat ihm Autofahren beigebracht. Er hat dem 10- oder 11-Jährigen Fliegen beigebracht mit einem kleinen Flugzeug. Er hat ihm beigebracht, wie man ein Gewehr zusammenbaut und auseinanderbaut. Und Luis hat nicht genau gewusst, warum, aber Tatsache war, dass sein Vater ein Teil einer Gruppe war, die vorhatten, Castro zu stürzen. Also eine Vereinigung von Kubanern in den USA, die das zusammen mit den USA vielleicht durchführen wollten. Dazu ist es aber nie gekommen, aber Luis hatte halt eine quasi militärische Ausbildung von Kindheit an. Ebenso erzählt er, dass er oft gemobbt wurde und er Probleme hatte und da ist er auch in so eine quasi militärische Jugendorganisation eingetreten, die ihm da sehr geholfen hat. Dann hat er ein Studium begonnen, und zwar der Mikrobiologie und der Immunologie, hat das auch abgeschlossen und ist dem Militär beigetreten. Weil dort hat er sich am wohlsten gefühlt aufgrund seiner Erfahrungen und hat dort Karriere gemacht. Er wurde auch in einem sogenannten Great Skills Programm, das hatte auch einen Codenamen Grey Fox, war er da dabei, schon aufgrund seiner, glaube ich, schon seit der Highschool hat man ihn da beobachtet. Jedenfalls wie auch immer, jedenfalls wurde er da ausersehen, an speziellen Dingen teilzunehmen, unter anderem am Projekt Stargate. Und Stargate ist dieses Programm von CIA und einigen anderen Teilen der amerikanischen Regierung zum Thema Remote Viewing. Und er wurde da hineingezogen und ausgebildet. Und er erzählt relativ ausführlich, was da alles passiert ist in dem Remote Viewing Programm und was er selber auch gemacht und erfahren und geleistet hat dabei. Unter anderem ein Vorfall, der bereits von ein paar Debunkern und Kritikern aufgegriffen wurde, dass er mit ein paar anderen Remote Viewern sich einmal zusammengesetzt haben und sich auf einen besonders schlimmen Kriminellen im Gefängnis konzentriert haben, und um ihm Angst einzujagen. Und der hat dann tatsächlich bei seinem Anwalt sich beschwert, dass er Psychofolter ausgesetzt worden wäre. Es wäre eine Figur, eine engelhafte Figur vor ihm erschienen und hätte ihm Angst eingejagt. Und es ist also aktenkundig, dass der Anwalt versucht hat, das als Gewalt gegen seinen Klienten darzustellen, aber nachdem das eben so hokuspokusartig ist, ist daraus nie was geworden. Aber Luis Elizondo sagt ja, das ist wahr und das haben sie auch tatsächlich gemacht. Nun, er war dann eben Teil dieses Projekt Stargates, aber genau zu dem Zeitpunkt, als es eingestellt wurde. Und zwar offiziell eingestellt. Es gibt da, wenn man heute danach googelt, insbesondere Wikipedia, steht da drinnen, es gab dann eine Einschätzung durch die CIA, die ergeben hat, ja, in Wirklichkeit bringt das nichts, es ist unzuverlässig und da ist nichts dahinter, darum wird es jetzt eingestellt. Das war auch, weil der Kongress damals drauf gekommen ist und man Nachfragen gestellt hat. Lou deutet an, und das ist auch die allgemeine Meinung von allen anderen, dass das Programm nie eingestellt worden ist, denn es war in Wirklichkeit sehr effektiv und er bringt ihm auch Beispiele dafür
Und warum sollte man etwas einstellen, was billig ist und effektiv? Weil das kostet ja nicht viel, Leute in einen dunklen Raum zu setzen und ihnen zu sagen, konzentriere dich mal auf den Feind. Das vierte Kapitel heißt The Secret Within. Da geht es jetzt weiter mit seiner konkreten Arbeit an, für OSAP und ATIP. Es wurde nie ganz aufgeklärt, auch nicht in dem Buch, was was ist. OSAP ist das offizielle Programm, das damals genehmigt wurde. Manche sagen, ATIP ist der Ableger oder ein Teil des Programms. Es ist auch egal, es ist mehr oder weniger dasselbe. Das ist das, was damals im New York Times Artikel veröffentlicht wurde, das finanziert wurde und das dann später abgeschossen wurde. Dazu kommen wir noch. Auch hier ist Elizondo spät eingestiegen, zu einem Zeitpunkt, als das Programm eigentlich schon auslief. Und er beschreibt seine Arbeit hauptsächlich als die, der innerhalb des Pentagons Recherchen durchführt, Suchen am Computer und nach Keywords, wobei er meint, man musste aber aufpassen, weil wenn man zu sehr bestimmte Keywords verwendet hat, könnte es sein, dass man dann Schwierigkeiten bekommt. Er war also quasi undercover im Pentagon für ein Programm des Pentagons tätig. Das ist gar nicht so außergewöhnlich, wie wir später noch hören werden. Außerdem berichtet er über biologische Effekte, die manche UFO-Begegnungen haben und spekuliert zum ersten Mal darüber, ob es da nicht Besatzungsmitglieder gab, also wenn es Abstürze gab, wenn das untersucht wurde. Dazu geht er dann auch noch später darauf ein, was ist eigentlich mit den UFOs, haben die eigentlich Insassen und haben wir die? Er erzählt dann von Eric Davis, der ebenfalls Teil des OSAP-Programms war, auch ein wichtiger Wissenschaftler und derjenige, der das Wilson-Memo, das Wilson-Davis-Memo veröffentlicht hat, das erzählt er auch. Also Elizondo in dem Kapitel und erzählt eben in dem Zusammenhang von den Legacy Programs oder dem Legacy Program, das sind diejenigen, die also angeblich UFOs geborgen haben, an ihnen forschen und versuchen sie auszubeuten und die versuchen zu verhindern, dass das an die Öffentlichkeit geht. Er führt das zurück, spätestens auf Roswell und erzählt, dass Hal Puthoff ihm glasklar 1:1 bestätigt, der Vorfall von Roswell ist real, er hat stattgefunden. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und er erklärt auch ein bisschen, warum das damals geheim gehalten wurde, eben aufgrund des Kalten Kriegs und dem Konflikt mit der Sowjetunion, mit dem Kommunismus. Und er sagt, das war nicht nur der Ursprung der Beschäftigung mit den UFOs, sondern das war auch der Ursprung des großen Cover-Ups. Und er beschreibt im Detail mit einigen Punkten, wie man damals vorgegangen ist und dass das Playbook ist bis heute. Dass bis heute so vorgegangen wird, um Dinge geheim zu halten. Und das funktioniert ja ganz gut. Er arbeitet übrigens nicht nur am Computer, er arbeitet auch mit dem Freedom of Information Act, was ich lustig finde, weil das machen normalerweise eher Zivilisten, dass sie also Anträge stellen auf die Freigabe von Regierungsdokumenten. Und er erzählt von einem weiteren bekannten UFO-Vorfall in Socorro, wo ein Polizist namens Zamora ein UFO gesehen hat, sich dem genähert hat, Insassen gesehen hat und bis an sein Lebensende darüber berichtet hat. Er erzählt von anderen berühmten UFO-Vorfällen und stellt die Frage, wenn es Aliens sind, woher kommen sie? Also wenn es Extraterrestrier sind, Lebewesen, die eben nicht menschliche Intelligenzen sind, woher könnten die eigentlich stammen und wie kommen sie hierher? Und am Schluss sagt er, dass OSAP, obwohl es ein Regierungsprogramm war, eigentlich ein Gegner vom Legacy-Programm war, weil OSAP hat versucht, möglichst viel herauszufinden, durchaus für das Pentagon, während das Legacy-Programm, halt, ich sage auch manchmal Traditionsprogramm dazu, versucht hat, möglichst alles zu verbergen. Auch innerhalb des Pentagons, auch innerhalb des Militärs, um in Ruhe, in Frieden sozusagen an diesen Dingen forschen zu können. Also OSAP und das Legacy-Programm sind eigentlich Gegner, obwohl sie beide quasi in derselben Behörde beheimatet sind. Das fünfte Kapitel heißt Writing on the Wall.
Da geht er ein bisschen auf die Frage ein, ob Aliens oder UFO-Sichtungen uns schon immer begleiten. Er geht auf ein paar Stellen in der Bibel ein, er geht auf andere mythische und andere religiöse Berichte ein und erzählt vom Cargo-Cult. Das ist eine eher junge Entwicklung gewesen, wo im Pazifik einige Insulaner, die Besuch von den Amerikanern bekommen haben, die ihnen mit ihren Cargo-Flugzeugen Sachen dagelassen haben, dann Flugzeuge aus Holz am Boden nachgebaut haben, um diese Götter anzulocken, damit sie ihnen neue Geschenke bringen. Ne? Das ist das sogenannte Cargo-Cult. Und er meint, ob vielleicht nicht viele Religionen, also Religionen, ein bisschen damit zu tun haben, ob Besuche von außerhalb. Er sagt immer, Friends from out of town, also unsere Freunde außerhalb von der Stadt, unsere Freunde von außerhalb, ob die vielleicht sich auch frühen Menschen gezeigt haben und damit auch teilweise Religionen ausgelöst oder mitbestimmt haben. Und er geht auf die Frage ein, was sind Engel? Gibt es vielleicht Gott und die Menschen und dazwischen Engel? Und wenn es Engel gibt, ist das das Einzige dazwischen oder gibt es noch verschiedene Abstufungen? Und haben wir es vielleicht mit irgendwelchen Wesen zu tun, die eben aus anderen Räumen stammen? Das sechste Kapitel heißt schlicht und ergreifend Orbs. Bei Orbs handelt es sich um diese Lichtkugeln zwischen Tennisball und manchmal ein, zwei Meter, die durch die Gegend schwirren, die sehr oft beobachtet werden, von vielen Leuten auch schon oft gefilmt worden sind. Er konkret geht ein bisschen darauf ein. Und berichtet vor allem, dass er selber solche gesehen hat. Und zwar bei sich zu Hause. Nachdem er sich mit dem Thema zu beschäftigen begonnen hat, hat sich das Thema auch mit ihm zu beschäftigen begonnen. Er hat also seine Arbeit mit nach Hause gebracht. Es ist eben sticky oder man sagt ja auch Hitchhiker-Effekt. Und bei ihm zu Hause gab es Leuchtkugeln, die durch die Gegend geflogen sind. Grüne Leuchtkugeln, glaube ich. Und auch seine Frau hat sie gesehen und seine Kinder haben sie gesehen. Und sie sind manchmal durchs Haus geflogen und manchmal in der Wand verschwunden oder durch die Wand durch. Und auch seine Nachbarn haben sie gesehen. Und seine Nachbarn haben halt auch scherzhaft gefragt, ob das Regierungsgeheimnisse sind, die er damit nach Hause gebracht hat. Seine Frau, die natürlich nicht gewusst hat, woran er arbeitet, weil alles unter strengster Geheimhaltung ist und in den USA und wahrscheinlich nicht nur dort, nicht einmal die Ehepartner von hochrangigen Militärs und Geheimdienstlern erfahren, was ihre Gatten oder Ehefrauen so eigentlich wirklich tun. Ja, die war nicht sehr froh über diese Vorfälle. Und er erzählt halt, dass es nicht nur ihm so gegangen ist, sondern dass viele Mitarbeiter, fast alle, die an OSAP gearbeitet haben, halt auch öfters Besuche von solchen Orbs bekommen haben. Das siebte Kapitel heißt The Tic Tac. Da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Er schildert relativ genau mit ein paar Details, die man vorher auch vielleicht noch nicht gekannt hat, die Tic Tac-Vorfälle, also als dieses eine Flugobjekt an der Ost-West-Westküste der Vereinigten Staaten vor Kalifornien gesichtet wurde, wobei nicht nur ein Objekt, sondern mehrere, dass die am Radar beobachtet wurden, dass sie sich mit extremen Geschwindigkeiten bewegt haben. Er gibt auch einige Daten dazu bekannt über die Kapazitäten dieser UFOs und wer sie dann verfolgt hat. Wir wissen, dass E-Commander Fravor und Lieutenant Alex Dietrich, also der Vorfall ist relativ bekannt oder ziemlich bekannt. Ich gehe da jetzt auch nicht näher drauf ein, aber er geht näher drauf ein. Für Leute, die es noch nicht gekannt haben, sicher augenöffnend. Für Leute, die es schon gekannt haben, ein paar interessante neue Details. Außerdem erwähnt er einige alte Vorfälle, die Jahrzehnte zurückgehen bis in die 50er Jahre, in denen ebenfalls solche Objekte gesehen wurden, die genauso aussahen wie das Tic Tac. Also oval, weiß glänzend, ohne irgendwelche Flügel oder Antriebselemente und so weiter. Und damals wurden sie teilweise auch als Propangasbehälter fliegende bezeichnet. Aber es gibt diese Sichtungen eben auch schon länger davor. Das achte Kapitel heißt Angels and Demons. Da berichtet er von der sogenannten Collins Elite. Es gibt nämlich nicht nur das Legacy Program, sondern auch eine andere Gruppe in den USA, nicht nur im Geheimdienst und beim Militär, sondern auch vermögende Privatpersonen,
die sich ebenfalls mit dem Phänomen beschäftigen und das schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, auch damit spirituellen Phänomenen, aber damals gab es auch schon UFO-Sichtungen. Und diese Gruppe hat andere Intentionen als die Legacy-Gruppe. Die Legacy-Gruppe möchte die UFOs erforschen, militärisch nutzen und daraus Waffen basteln oder was auch immer. Collins Elite, wenn sie sich selbst so nennt, so wird sie eben genannt, wollen das nicht. Die wollen jegliche Beschäftigung mit dem Thema verhindern. Warum? Weil sie sie für dämonisch halten. Also sie sagen, alle UFOs und alles, was man da so sieht und erlebt, ist des Teufels. Und weil sie fundamentale Christen sind, also eher Evangelikale als Katholiken, wollen sie mit dem Teufelswerk nichts zu tun haben. Und beide Gruppen, sowohl das Legacy-Programm als auch Collins Elite, können im Kongress oder auch innerhalb der Behörden, sind die relativ mächtig aufgrund der hohen Position ihrer Mitglieder und können zum Beispiel Gesetze verhindern oder auch das Budget für manche Leute abdrehen. Und darum geht es auch in diesem Kapitel. Er beschreibt seine Begegnung mit einem der Vertreter von Collins Elite. Er nennt ihn Devon Woods. Das ist ein Tarnname, aber er beschreibt ihn so genau und auch seine Funktionen innerhalb des Pentagon, dass ich mit wenigen Mausklicks herausgefunden habe, wer Devon Woods in Wirklichkeit ist. Ich sage es nicht an dieser Stelle, aber es ist nicht sehr schwer herauszufinden, wenn man das selber möchte. Der hat ihn nämlich angesprochen und hat ihm gesagt, dass er da dämonische Arbeit verrichtet. Tja, und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass OSAP zu dem Zeitpunkt, beschreibt noch ein bisschen seine Arbeit für OSAP, aber das Budget, das vorhanden war, geht halt zu Ende. Und Harry Reid schafft es, ein neues Budget dafür aufzustellen. Und das wird aufgrund unklarer Formulierung im Gesetz der Freigabe des Geldes von einer anderen Abteilung weggeschnappt. Das heißt, OSAP bzw. ATIP ist ab diesem Zeitpunkt eigentlich nicht finanziert. Und Lou Elizondo und Jay Stratton und die anderen machen das sozusagen neben ihren anderen Arbeiten hobbymäßig weiter. Das steht zwar nicht wörtlich drinnen, aber das wird impliziert. Also 10 Millionen wären das gewesen, die wurden weggeschnappt. Die hätten für das Jahr 2012 oder 2013, 14 bereitgestellt werden sollen. Und er geht in dem Kapitel auch auf Implantate ein. Also Leute, die entführt worden sind oder behauptet entführt worden zu sein oder auch manche Leute, die sich nicht an sowas erinnern, finden manchmal Implantate in ihrem Körper, die unterschiedlich sind von einfach Splittern, die man sich bei der Arbeit oder sowas zugezogen hat. Und er beschreibt das relativ deutlich und relativ genau und im Buch gibt es auch ein Foto, das er auch schon bei Interviews vorgeführt hat, eines solchen herausoperierten Implantats und das hat nicht nur offenbar eine metallische Spitze, sondern auch eine organische Umhüllung mit Tentakel und er beschreibt, wie sich dieses Objekt dem Versuch, es zu entnehmen aus dem Körper, entzogen hat, indem es sich bewegt hat durch den Körper, was eigentlich technisch unmöglich ist. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal gesagt, wenn man sich den Körper als ein Stück Käse vorstellt und da ist eine Schrotkugel drinnen und man bewegt die Schrotkugel mit einem Magneten, dann zerstört die das Gewebe des Käses vorher und hinterlässt nachher ein Loch. Das heißt, es kann sich nichts durch das menschliche Gewebe einfach so durchbewegen. Dieses Objekt aber scheinbar schon, als sei es von einer Warpblase umgeben, dazu kommen wir gleich. Und es wurde dann tatsächlich herausoperiert und hätte sich auch noch eine Weile in der Petrischale bewegt. Und das ist nicht die einzige Beschreibung von so einem Vorfall, aber er beschreibt eben einen Vorfall sehr genau. Und die Implikationen sind, handelt es sich um Alientechnik? Wenn diese Metalle untersucht werden, sind sie seltsam, scheinen aber über keinen Mechanismus zu verfügen, aber zumindest über eine organische Komponente, die sie befähigt, sich zumindest eine Weile zu bewegen. In der Petrischale, nach einer Weile hören sie dann auf, sich zu bewegen, weil sie ihre Energie scheinbar vom menschlichen Körper beziehen. Das ist ein bisschen viel Spekulation. Nicht alles davon steht drinnen, aber er hat sich dazu auch geäußert und viel davon auch dann auch erzählt.
Kapitel 9, Into the Void, da geht es eben darum, was er jetzt weiter für ATIP macht. Insbesondere beschäftigt er sich mit aktuellen und teilweise älteren Fällen, die ihm gemeldet werden. Das Pentagon ist ja das Verteidigungsministerium, das heißt, dort kommen Meldungen zum Beispiel von der Navy und so weiter hinein. Und die werden halt von ihm teilweise übernommen, abgesaugt und analysiert. Er beschreibt darin auch, dass es sehr viele Videos gibt, die da ihm zugespielt wurde oder die ihm auf seinem Tisch lagen. Und dass diese Videos im Gegensatz zu den drei, die er dann später freigeben konnte, glasklare Videoaufnahmen in HD-Qualität sind, die unfassbare Dinge zeigen. Ganz eindeutig. Wenn etwas davon jemals an die Öffentlichkeit käme, sagt er, wäre die Diskussion ein für alle Mal vorbei. Und er beschreibt, wie er diese Videos, er und sein Team, immer wieder auch Experten innerhalb des Pentagons vorlegen und was die dann dazu sagen, meistens sehr zurückhaltend oder schockiert. Auf jeden Fall sind sie alle der Meinung, dass das nicht sein kann, was die eigene Technik ist und wahrscheinlich auch nicht die Technik von Gegnern der USA. Auch beschrieben darin wird der Verdacht, dass elektromagnetische Strahlung, also EMP nennt man das auch, EMP, elektromagnetischer Puls, also hohe magnetische, elektromagnetische Strahlungen, die UFOs beeinflussen könnten, ihr Navigationssystem oder was auch immer, und dass sie deshalb crashen. Und dass vielleicht auch Roswell deshalb passiert ist, weil EMPs damals stark eingesetzt wurden. Damals waren das eher Radar. Das Radar von damals unterscheidet sich stark von heute. Und es war auch viel energiereicher als die heutigen Formen. Und man geht davon aus, dass deshalb damals ein paar UFOs vom Himmel geplumpst sind. Und er erzählt wieder einiges aus seinem Privatleben, was sich damals abgespielt hat. Das überspringe ich jetzt. Kapitel Nummer 10. The Secret in Their Brains. Hier geht er auf medizinische Vorfälle ein. Also da geht es darum, dass Leute, die Begegnungen mit UFOs hatten, manchmal Schäden erleiden. Also Schäden im Gehirn vor allem, psychische Schäden oder eben auch Strahlenschäden. Und er erzählt davon einigen Vorfällen und geht dann auch darauf ein, dass es wahrscheinlich eine Beziehung gibt zwischen den UFOs und ihren Besatzungen und dass es möglich wäre, dass man deshalb in UFOs, die untersucht wurden, keine technischen Steuerungselemente und Antriebe und so weiter findet, vor allem keine Steuerungselemente, weil die Insassen vielleicht per Telepathie, also per geistiger Steuerung, die UFOs manövrieren, was keine Science Fiction ist. Das gibt es bereits mittlerweile. Mittlerweile gibt es diese Helme, mit denen Leute, nicht nur Elon Musk, es gibt auch schon länger vorher von verschiedenen, vor allem militärischen Gruppen, technische Möglichkeiten, wo aufgrund des Gehirnwellenmusters mit Technik Menschen Dinge steuern können. Das ist ja auch eine Hoffnung für Querschnittgelähmte in Zukunft und für andere Leute mit diversen Behinderungen. Also es kann sein, dass die UFOs das auch haben. Also eine geistige Steuerung, ob jetzt Telepathie oder durch die Abnahme mit einem Helm. Er beschreibt dann, wie sie Dr. Gary Nolan hinzuziehen. Man weiß ja, dass Nolan im Auftrag des Pentagon Menschen untersucht hat, die Schäden durch UFOs erlitten haben. Jetzt weiß man, dass es offenbar die OSAP-Gruppe war, die ATIP-Gruppe, die an ihn herangetreten ist. Und bei seinen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass alle Leute, die diese Begegnungen oder manchmal auch nur Sichtungen hatten, einen überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten haben und hochfunktional sind. Also das sind alles irgendwie Klassenbesten und Overachiever und so weiter und so weiter. Und es wird erwähnt, dass Gary Nolan festgestellt hat, dass alle von denen zwei Gehirnregionen haben, die nahe beieinander liegen und die sind besonders groß ausgeprägt bei ihnen. Das eine ist der sogenannte Caudate oder Caudatus, das andere ist das Putamen.
Es wird oft zusammengezogen als Caudate Putamen. Es ist nicht eine Region, es sind zwei Regionen. Ja, und es stellt sich heraus, dass also viele Leute, die da diese Sichtungen haben, da besonders ausgeprägte Teile des Gehirns haben. Teil 11, also Kapitel 11 heißt Biological Remains, also biologische Überreste. Und da geht er jetzt auf Alien-Autopsien ein. Eigentlich matter-of-factly, also eigentlich nicht so, oh, gab es vielleicht Aliens, sondern und wurden sie vielleicht geborgen und wurden sie vielleicht untersucht, sondern er sagt, ihm wurde berichtet, es wurden Autopsien an Aliens von verschiedenen Crashes vorgenommen. Und er geht dann eigentlich eher auf Details ein. Wie ist der Körper von den Wesen? Alle beschreibt vor allem eine Autopsie, das soll das Wesen wie Reptilien ein Dreikammernsystem im Herzen gehabt haben und eine eher glatte Gehirnoberfläche, warum damals die Wissenschaftler gesagt haben, das kann kein intelligentes Wesen gewesen sein, weil die hochintelligenten Wesen auf der Erde haben alle gefurchte Gehirne. Und da war eben die Idee, handelt es sich vielleicht um Drohnen, handelt es sich um künstlich erschaffene Androiden, also eh die klassischen kleinen Grauen, ob die vielleicht einfach nur Drohnen sind, die im Auftrag ihrer tatsächlichen Aliens, die tatsächlichen Auftraggeber sozusagen agieren. Und ob das vielleicht eine künstliche Intelligenz ist oder was auch immer. Also es gibt einige Spekulationen. Das 12. heißt The Observables. Das ist mittlerweile sehr bekannt, das kann man auch googeln. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, die diese Gruppe geschaffen hat. Da geht es darum, welche außergewöhnlichen Merkmale haben UFOs, damit man sagen kann, sie sind UFOs. Observables ist sogar ein deutsches Wort, Observablen, glaube ich. Aber es heißt halt, welche besonderen Eigenschaften, die man beobachtet, machen ein UFO zu einem UFO oder einem UAP zu einem UAP. Ich mag das nicht im Detail darauf eingehen. Er geht darauf ein. Er beschreibt weitere Vorfälle, die passiert sind, zum Beispiel 2013 in White Sands, wo es ist ein Truppenübungsplatz, wo mehrere Orbs herumgeflogen sind und das wurde von FBI, CIA und vom Militär beobachtet. Und es stellt auch die Frage, wer ist eigentlich zuständig? Wenn solche Dinge passieren und gesehen werden, wer ist eigentlich zuständig? Und das ist etwas, was er versucht herauszufinden oder eben eine Zuständigkeit dafür auch aufzubauen. Gerade dieses Kapitel ist teilweise zensiert. Das ist auch noch ein Feature von diesem Buch, dass an manchen Stellen das Pentagon, also das Publication Office, Teile nicht freigegeben hat. Und Elizondo hat sie im Buch gelassen. Also die Stellen, aber geschwärzt. Man kann halt selber sie Vermutungen anstellen, warum die vielleicht geschwärzt sind. Was er auch erwähnt ist, dass er zu dem Zeitpunkt noch befördert wurde. Er hatte dann den Status eines Super-Users. Ein Super-User ist im Pentagon jemand, der Zugriff auf alle Computer und auf alle Systeme hat, ohne Fragen stellen zu müssen. Auch auf geheime Systeme. Und das ist ein weiterer Punkt, der belegt, wie wichtig Elizondo war. Man sieht ihn halt, wenn man ihn sieht, so als kleinen komischen Typ mit Bart, Ex-Militär. Ja, aber der war nicht einfach nur jemand, der mit einem Maschinengewehr herumgelaufen ist auf Kampfschauplätzen. Nein, der war ein hochrangiger Insider im Pentagon, was oft nicht so dargestellt wird. Aber dass er den Status eines Super-Users hatte, zeigt schon, das ist einer der weiteren Hinweise darauf, wie wichtig er war. Er geht da auch auf seine Tätigkeiten in Guantanamo Bay ein. Er war als einer der führenden Personen dort bekannt. Es gab sogar Anklagen gegen ihn. Man hat gesagt, er sei der Oberfolterknecht. Es gab einen Haftbefehl gegen ihn vom Internationalen Gerichtshof. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Elizondo ist amerikanischer Soldat, Militär und hat an durchaus teilweise fragwürdigen Orten wie Irak
für sein Land gekämpft. Und das heißt wahrscheinlich auch getötet. In anderen Zusammenhängen ist das jetzt vielleicht eine Person, die vielen Leuten nicht sehr sympathisch wäre. Aber abgesehen von seinem militärischen Background, vielleicht auch gerade wegen seinem militärischen Background, hat er dieses Interesse der Offenlegung. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, das habe ich vorher nicht gesagt, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Er erzählt von Alex Dietrich, das war eben die zweite Pilotin neben Fravor bei dem Tic-Tac-Vorfall. Und das war eine junge Pilotin damals und man kennt sie auch aus Interviews, eine sympathische Frau, die jetzt an einer Uni unterrichtet. Und er sagt, dass sie damals den Ruf hatte, die höchste Abschussrate und die höchste Bodycount von allen Fliegern ihres Alters und vor allem als Fliegerin gehabt zu haben. Also mehr als viele ihrer männlichen Kollegen. Was heißt das, diese sympathische junge Dame, die da offen über UFOs erzählt, halt auch als Kampfpilotin im Krieg war und viele Menschen umgebracht hat? Das ist die Realität. Wie im Kongress die Rechten und die Linken miteinander zusammenarbeiten und auch ich bei meinen Gesprächspartnern manchmal über deren anderen politischen Ansichten hinwegsehe, sehe ich und offenbar auch er es so, dass diese Zusammenarbeit über alle Lager wichtig ist, weil es uns als Menschen betrifft. Es geht jetzt nicht darum, ob jemand im Krieg war und auf welcher Seite, sondern es geht darum zu enthüllen, dass es außer uns eben noch anderes gibt. Gut, das noch als kleiner Sidestep. Und wie gesagt, seine Beschäftigung auf Guantanamo Bay, er geht nicht näher darauf ein. Er sagt nur, das, was er getan hat, er das als Patriot im Dienste seines Landes getan hat und auch für richtig hält. Außerdem erzählt er ein bisschen, dass er im Herzen immer ein einfacher Mensch geblieben ist und bei seinen Reisen nach Guantanamo Bay keinen Privatjet mit Wein und Brötchen genommen hat, obwohl ihm das zustand, sondern er lieber mit Truppentransportern geflogen ist. Am Schluss beschreibt er dann die 5 Observables, das mache ich jetzt nicht. Sie kommen im Buch später noch einmal vor, sie sind leicht zu googeln. Er hat sie dann auch der Öffentlichkeit immer wieder präsentiert und sie sind mittlerweile auch Teil der amerikanischen Gesetzgebung. In diesen Gesetzesentwürfen von Schumer zum Beispiel kommen sie vor. So, Kapitel 13. Where the evidence lies. Da spekuliert ein bisschen darüber, wer hat nun eigentlich all das Zeug, das da offenbar eingesammelt wurde. Er verweist auf die Air Force, er verweist auf Rüstungsunternehmen und nennt hier 8 beim Namen. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, es sind die man sich vorstellt. Und er verweist auch auf einen Zusammenhang mit Monsanto. Dieses umstrittene Chemieunternehmen, das mittlerweile von Bayer gekauft worden ist, scheint bei der Untersuchung und vor allem bei der Lagerung der Biologics, also der biologischen Überreste von Aliens, die Hand im Spiel gehabt zu haben. Und er verweist auch darauf, dass eine weitere Behörde, von der man das nicht angenommen hat, nämlich die FDA, die Food and Drug Administration, also das ist die Freigabebehörde, die sich um Gesundheitsdinge kümmert, wie ob das Essen gesund ist, ob ein bestimmter Zusatz zugelassen wird, um die Freigabe von Medikamenten und so weiter, also dass die FDA damit auch verwickelt war und vielleicht geforscht hat oder die biologischen Überreste hat. Aber er meint, die Sachen sind so oft hin und her verschoben worden, dass man heute nicht mehr sagen kann, wo sie sind. Aber vermutlich in irgendwelchen Kellern und Kühlschränken irgendwelcher Regierungsbehörden und vielleicht sogar von der FDA. Kapitel 14 heißt Searching for Breakthroughs. Da beschreibt er verschiedene Effekte, die von UFOs berichtet werden. Also zum Beispiel die Bewegungen, die abrupten Bewegungen, die abrupten Umlenkungen, eben 5 Observables, das Schweben, aber auch andere wie Linseneffekte, dass man sie schwer fokussieren kann, dass wenn man sie ansieht, man sie nicht genau sieht. Er vergleicht das mit dem Effekt,
wenn man einen Fisch unter Wasser sieht durch einen Teich, dass die Lichtbrechung ihn anders darstellt, als man vielleicht glaubt, vor allem wenn die Wellenoberfläche sich wellt. Und er meint, dass das vielleicht auch ein Effekt ist. Das könnte auch erklären, warum viele Fotos von UFOs, insbesondere sehr viele Handyfotos, unscharf sind, weil wenn das von einem Feld umgeben ist, das quasi auch Lichtwellen umlenkt, dann kann man es halt nicht genau sehen. Und er meint damit auch zu erklären, warum manchmal Leute Objekte, die von zwei Leuten gemeinsam gesehen werden, verschieden beschrieben werden. Und er versucht auch zu erklären, dass die unterschiedliche Zeitwahrnehmung, dass die fehlende Zeit, die oft berichtet wird, wenn jemand einem UFO begegnet, dass die vielleicht auch mit dieser Umhüllung, mit dieser Warpblase eben zu tun haben könnte. Und er geht auch noch einmal auf das Caudatus Putamen, also auf die beiden Gehirnregionen ein, weil weitere Forschungen von Gary Nolan zum Beispiel ergeben haben, dass offenbar gewisse Leute bereits genetisch eine höhere Prädisposition für diese Gehirnveränderung haben. Und zwar insbesondere Leute, die in ihrer Abstammung auch nordamerikanische Indianer, also Ureinwohner, aufweisen können und insbesondere, wenn sie auch DNA geerbt haben von den Cherokee-Indianern. Und er sagt, zu seiner Verblüffung hat er festgestellt, dass sogar er selbst und auch einige andere Leute rundherum um ihn, die an diesen Forschungen beteiligt sind und viele andere Agenten, die eben auch mit ihm zusammen an OSEP arbeiten und viele, viele dieser Leute, dass die alle offenbar eine teilweise indianische und auch besonders Cherokee-Abstammung haben. Was immer das auch heißt im Detail. Kapitel 15 heißt einfach USS Roosevelt. Da schildert er ja den 2015 Ostküstenvorfall, den man von Ryan Graves kennt. Er beschreibt ihn ein bisschen genauer. Auch hier wurde eine Flotte von Schiffen umkreist von mehreren UFOs, so ähnlich wie eben bei der Nimitz 2004 beim Tic-Tac-Vorfall. Und er beschreibt sehr genau, was die Piloten gesehen haben, was die Piloten gesagt haben und welche Videos da freigegeben wurden. Und auch da wieder, wie die Reaktion von verschiedenen Leuten auf diese Videos waren. Eben insbesondere auf das Gimbal-Video, das sich keiner erklären konnte von seinen Spezialisten und von anderen hochrangigen Geheimdienstlern und Militärs, die er beigezogen hat. Er berichtet auch von einer gewissen Hilflosigkeit des Militärs, von der Navy, die sich immer wieder an das Ministerium gewandt hat und gesagt hat, was sollen wir tun, wenn wir sowas sehen? Was machen wir damit? Und das landete oft bei Jay Stratton oder bei ihm. Und sie haben halt denen nur gesagt, ja, wir kümmern uns darum. Aber er sagte, es waren einfach leere Worte, weil er konnte den anderen Leuten nicht die Kavallerie schicken. Weil eigentlich hatte er nichts in der Hand. Und es war eben so peinlich, dass sie quasi ihre eigenen Truppen im Stich lassen, weil sie ihnen nichts sagen können, weil sie ihnen nichts Handfestes bieten können. Und das war einer der Gründe, warum er sich darum bemüht hat, mehr herauszufinden. Und um das zu machen, erzählt er erstmals von einem Projekt, das heißt Interloper. Da fehlt mir jetzt gerade das deutsche Wort, ich werde es wahrscheinlich einblenden. Das ist sowas wie Abfang, jemanden abfangen. Und das ist ein Projekt, wo sie gedacht haben, sie können vielleicht mehrere atomgetriebene Kampfschiffe, Flugzeugträger und andere, zusammen mit mehreren atomgetriebenen U-Booten und vielleicht auch Atomwaffen an Bord, gemeinsam zu einem Manöver schicken an eine bestimmte Stelle. Und weil sie wissen, dass die UFOs von Atomsignaturen angelockt werden, insbesondere wenn es sich um Atomwaffen handelt, denken sie, dass sie da eine Honigfalle bauen können, die unwiderstehlich ist für UFOs. Und wenn die dann kommen, würde man mit bereits vorbereiteten hochtechnischen Kameras, Videos und verschiedenen anderen Sensoren sie so gut aufnehmen, wie man nur irgendwie könnte. Das war also der Plan von ihm und von seinem Team, um eben auch den Truppen irgendwann einmal Antworten liefern zu können.
Kapitel 16 heißt The Aha-Moment, also der Aha-Moment. Da meint er, dass Hal Puthoff all diese Sachen zusammengefügt hat und nun endlich die Lösung hat, seiner Meinung nach. Nämlich alles lässt sich erklären durch eine Raumzeitveränderung, durch eine Warpblase. Dann können sie schweben, weil sie nicht mehr unserer Gravitation ausgesetzt sind. Die Zeitveränderungen können erklärt werden, die Sichtveränderungen, die unmittelbaren Bewegungen. Denn wenn die Objekte nicht mehr unserer Raumzeit gehorchen, weil sie durch eine Warpblase herausgehoben werden, er nennt sie auch Bubble, dann brauchen sie auch nicht mehr den Gesetzen sozusagen unserer Realität gehorchen. Das heißt, sie gehorchen denen schon, aber sie sind den unmittelbaren Effekten entzogen. Und das schildert er in dem Kapitel halt genauer, erklärt, wie die Five Observables damit im Zusammenhang stehen, was ich gerade kurz gesagt habe. Es gibt viele Skizzen in diesem Kapitel, die zeigen, wie sowas funktionieren könnte. Und verschiedene Diagramme, die das erklären, da kann ich was nicht lesen. Ja. Und dass halt eine Warpblase rund ist und daher sind viele der Objekte rund. Und er meint, dass Hell und er eben, oder er das Hell ihm erklärt hätte, dass bei Objekten, die zum Beispiel lange sind, es zwei Warpblasen gibt, vorne und hinten, bei Dreiecksobjekten drei und so weiter und so weiter. Und ja, dass eben auch die Warpblasen auch für die Unschärfe verantwortlich sind, das habe ich eh schon gesagt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den er einbringt, nämlich, dass man sehr viel Energie braucht dafür, um sowas zu erzeugen. Und er meint, dass man mit Wasserstoffatomen, so wie die Sonne es auch macht, halt extrem viel Energie erzeugen könnte. Und er stellt die Vermutung auf, dass UFOs deshalb so oft in der Nähe von Wasser wahrgenommen werden, weil sie dort Wasser tanken könnten. Aus dem würden sie dann Wasserstoff herstellen und das Wasser, den Wasserstoff dann für die Energieerzeugung nutzen. Und er geht sogar so weit zu sagen, vielleicht kommen sie deshalb vom Weltraum hierher, weil wir so viel Wasser haben. Dazu sage ich am Schluss noch was. Ich halte das für ziemlich schwach. Oder jetzt nicht für schwachsinnig, aber für ziemlich schwach als Erklärung. Dazu vielleicht noch später. Er bringt auch noch das Beispiel eines Gorillas im Zoo. Warum kommen die aus dem Universum eben nicht nur, um bei uns Wasser zu tanken, sondern vielleicht auch uns zu beobachten? Und er meint, das verstärkte Interesse an uns wäre zwar möglicherweise eine Gefahr für uns, aber vielleicht ist das verstärkte Interesse an uns auch damit zu erklären, dass wir langsam zu einer Gefahr für die werden. So wie ein beobachteter Gorilla, der im Zoo, der immer cleverer wird und dann selbstständig aus dem Käfig raus kann und dann vielleicht sogar mal sich Waffen holt und dann diejenigen bedroht, die ihn eigentlich erforscht haben zuvor. Das ist sein Gorilla-Gleichnis. Das nächste Kapitel, 17, heißt What Now? Da spekuliert er, wenn diese Fremden dann jetzt hergekommen sind zu uns, was sind ihre Absichten? Sind sie gut? Sind sie böse? Sind sie indifferent? Er glaubt nicht, dass sie grundsätzlich gut sind, weil er sagt, sonst hätten sie schon viele Katastrophen und Atombomben, Einsätze gegen Menschen und Atombombentests und weiß Gott was alles und andere Katastrophen verhindert, wenn sie uns wohlgesinnt wären. Und ja, das ist seine Meinung, dass er nicht glaubt, dass sie grundsätzlich gut sind. Er glaubt auch nicht, dass sie grundsätzlich böse sind, obwohl er sagt, dass einige von den Dingen, die sie tun, ihn an etwas erinnern, das er selber als Militär macht und gelernt hat, nämlich Initial Preparation of the Battlefield, IPB. Das heißt, Dinge wie Militärstationen ausforschen, die atomare und andere Kapazität des Militärs ausforschen, Menschen entführen, um deren Körper und Schwachstellen vielleicht zu untersuchen oder sie auch zu verfolgen durch Implantate, Kühe und andere Weidetiere zu erforschen, um überhaupt mehr über uns als biologische Biotop sozusagen herauszufinden. Das alles kann man als so eine Vorbereitung
zur Erforschung der Kampfzone werten. Auch da bin ich nicht ganz seiner Meinung. Und er meint halt, es kann aber auch einfach sein, dass sie uns einfach neutral beobachten und dass Neutralität eine Option wäre für das Verhalten, das beobachtet wird. Er geht auch ein bisschen auf das Thema Metamaterialien ein, also Dinge, die gefunden und erforscht worden sind, unter anderem von Jacques Vallée und von Gary Nolan, und dass die halt heute noch schwer nachzubauen wären, die man gefunden hat, auch wenn man nicht weiß, was ihre Funktion ist. Und er beschreibt, dass es notwendig ist, ihm wird dämmert langsam, dass er so nicht weiterkommt, er kommt in der Bürokratie nicht weiter und sie müssen mit dem Minister sprechen. Der Minister ist damals unter Trump Mattis, ein General, General Mattis, Mad Dog Mattis, und den kennt er aus früheren Zusammenarbeit in Afghanistan, wo er auch war. Und er hofft sich halt viel von ihm und auch die Freigabe des Projekts Interloper, wenn er mit ihm sprechen kann. Es ist aber nicht so, dass man dort einfach anrufen kann, selbst als hochrangiger Militär, sondern gerade als hochrangiger Militär muss man den Amtsweg eingehen, und er versucht halt den Amtsweg zu gehen, um an Mattis heranzukommen. Ansonsten beschreibt er auch von seiner ersten Begegnung mit dem ehemaligen CIA-Agenten Samivan, den sie in ihren inneren Kreis aufnehmen, und dass der mit einem Rockstar namens Tom DeLonge zusammenarbeitet und die auch so etwas wie eine Enthüllung planen. Das wird jetzt mal sozusagen geteased. Kapitel 18 heißt The 800-Pound-Gorilla. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ein 400-Kilo-Gorilla da im Titel steht. Vielleicht ist damit gemeint ein Schwergewicht, weil das Kapitel handelt nur davon, dass Christopher Mellon bei ihm vorspricht und sich dann in kürzester Zeit alle Freigaben besorgt, die er nötig hat, um mit ATIP und AUSEP zusammenzuarbeiten und mit an Bord kommt. Weil auch ihn das irrsinnig nervt, dass das alles geheim ist. Er war sogar Assistent des Vize-Verteidigungsministers, und ich weiß nicht was. Er hatte alle Freigaben, und in seiner ganzen Karriere ist ihm nie etwas über UFOs untergekommen, und man hat dann immer gesagt, da gibt es nichts. Und das, was ihm jetzt AUSEP und ATIP zeigt und was er sich mittlerweile selbst herausgefunden hat, macht ihn so wütend, dass es eine derartig hohe Geheimhaltung ist, dass nicht einmal er oder wie auch an anderen Stellen erwähnt wird, wichtige Parlamentarier oder nicht einmal die Gang of Eight, also die wichtigsten Köpfe des Parlaments oder der Präsident vielleicht informiert werden, und darum schließt er sich eben auch außer ATIP an. Kapitel 19, Punkt, 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 and the horse you rode on in. Also das Pferd, auf dem du hereingeritten kamst, und das Pferd, auf dem du hereingeritten kamst. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er damit meint. Das ist ein Vergleich, eine Metapher, die müsste man nachschlagen. In dem Kapitel geht es jedenfalls darum, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2016, 2015, 2016. Das Projekt Interloper wird abgesägt, bevor Lou Elizondo und sein Team den General erreichen können von anderen Bürokraten. Er vermutet vom Legacy-Team oder von Collins Elite, jedenfalls von den Gegnern. Und es wird ihm zunehmend schwerer gemacht zu agieren. Und daher wird er so frustriert von der Stagnation und von der Bürokratie, und so viel Frustration ergibt sich, dass sie überlegen, was kann man sonst machen? Was kann man tun, um das zu bewegen? Und vielleicht wäre ein Schritt nach außen in die Öffentlichkeit, wie Tom DeLonge und Sammy Wenders vorgeschlagen haben, eine Möglichkeit. Und er beschreibt auch, wie er die drei berühmten Navy-Videos freigeben lässt. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Er wollte sie nur für Trainingszwecke freigeben lassen. Dann hat das Freigabeamt gesagt, das geht nicht, das ist zu eingeschränkt. Er kann nur sie für die Allgemeinheit freigeben lassen. Dann hat er gesagt, okay, er schreibt zurück, sagt, ja, dann gibt sie halt für die Allgemeinheit frei. Er hat den Brief zurückbekommen, alles erledigt. Nicht, dass er sie gleich geleakt hat, aber sie waren nun offiziell für jedermann freigegeben. Nur wusste niemand davon. Kapitel 20, The Three Heads of
Cerberus, also die drei Köpfe von Cerberus, vom Höllenhund. Er meint damit wahrscheinlich die verschiedenen Formen von Gatekeepern, die ihm verwehren den Eintritt ins Allerheiligste. Er beschreibt darin, dass sie durch Kontakte von Christopher Mellon nun fast Zugang zum Minister erhalten, fast. Aber in letzter Sekunde werden sie durch eine Hinhaltetaktik, durch weitere Bürokratie, auch durch einen ehemaligen Vorgesetzten von ihm, so lange hingehalten, bis der zurücktritt und ja, es wieder nicht weitergeht. Daher meint er auch intern in Besprechungen mit Jay Stratton und den anderen, die einzige Möglichkeit, da was weiterzubringen, ist, den Kongress einzuschalten, der von all dem ja nichts weiß. Und um den Kongress einzuschalten, braucht man den Druck der Öffentlichkeit. Jetzt ist es aber so, dass Mitarbeiter des Pentagons und auch andere Leute der Regierung nicht mit Journalisten sprechen dürfen. Dafür gibt es Pressesprecher oder spezielle Freigaben, aber eigentlich dürfen sie nicht mit der Presse sprechen und auch nicht an die Öffentlichkeit bringen. Daher beschlossen sie, einen Plan zu entwickeln, und es war klar, dass das nur geht, wenn jemand sich opfert. Und Elizondo beschließt also, sich zu opfern, das heißt zurückzutreten und dann als Privatperson Dinge an die Öffentlichkeit bringen zu können. Er bespricht das mit seiner Familie. Es gibt große Diskussionen darüber, weil er ja dann kein Einkommen mehr hat. Er verdient ja relativ gut, aber eben ein Haus muss erhalten werden, seine Kinder wollen aufs College und so weiter. Und er beschreibt also die Diskussionen in seiner Familie. Er weiht seine Frau das erste Mal ein. Die sagt so was Ähnliches wie: UFOs, ernsthaft? Und dafür willst du alles hinschmeißen? Aber eben auch Pläne, die mit Jay Stratton und anderen gewälzt werden. Kapitel 21 heißt Out of the Airlock. Airlock, also heraus aus der Luftschleuse. Das ist ein recht logischer Vergleich. Aus der Luftschleuse ins All oder ins tiefe Meer herauszutreten. In seinem Fall schutzlos, glaube ich. Da beschreibt er seinen tatsächlichen Rücktritt und wie das Schockwellen im Pentagon ausgelöst hat. Und wie man quasi sofort, wie er das Haus verlassen hat, schon versucht hat, etwas gegen ihn vorzubringen. Er schreibt Briefe, die werden auch abgedruckt, Rücktrittsbriefe, und ab dem Zeitpunkt ist er draußen. Und einer seiner Vorgesetzten versucht, ihn zurückzulocken und sagt, lass uns noch mal drüber reden, komm doch noch mal rein, wir können die Sache in Ruhe besprechen. Und Elizondo, der ja jahrelang als Gegenspion und in der Spionage tätig war und Fallen wittert, wenn es sie gibt, sagt, das war garantiert eine Falle. Er hätte sicher nur versucht, ihn unter irgendeinem Vorwand festzuhalten und ihm dann irgendwas unterzujubeln und ihn vielleicht sogar zu verhaften. Also er geht nicht mehr ins Pentagon zurück. Stattdessen trifft er sich zusammen mit Stratton und Hal Puthoff und einigen anderen mit der Journalistin Leslie Keen, und sie bereiten den großen Artikel von der New York Times vor. Gleichzeitig kriegt er ein Angebot von Tom DeLonge für die TTSA, die To The Stars Academy. Das ist dieses Medienunternehmen von Tom DeLonge, das eben einerseits Science Fiction, andererseits auch wissenschaftliche Publikationen zum Thema UFOs produzieren wollte und eben bis heute auch produziert, dort einen Job anzunehmen. Und er entschließt sich, das zu tun, muss dafür aber sein Heim aufgeben und mit seiner Familie nach Kalifornien ziehen. Der New York Times Artikel erscheint, er schlägt ein wie eine Bombe. Es gibt, was habe ich da? Ja, und es gibt eine weitere Welle von Presse. Er ist Gast bei CNN, er ist Gast bei Fox News und einigen anderen. Also das schlägt unglaublich hohe Wellen. Er ist eigentlich ein Spion, war bis jetzt immer im Schatten, und auf einmal steht er in der Öffentlichkeit, hat auch seine Frau davor gewarnt. Einen weiteren Schritt in die Öffentlichkeit macht er, als er dann das kommt im nächsten Kapitel, sage ich gleich, noch etwas anderes in dem Kapitel. In dem Kapitel sagt er noch, dass das Pentagon sofort beginnt, gegen ihn vorzugehen. Zuerst wird zwar zugegeben, dass es ihn gibt und dass er das gemacht hat gegenüber den New York Times, aber plötzlich kann sich keiner mehr erinnern, und er hat nie eine hohe Position bekleidet
und es gab ATIP gar nicht und er war schon gar nicht der Leiter von ATIP und alles mögliche andere. Verschiedene Anwürfe gegen ihn, es gibt auch Versuche, ihn anzuklagen, wegen Geheimnisverrat, aber das wird alles nicht weiter verfolgt, weil es gibt nichts. Er hat alles logistisch genau richtig gemacht. Das 22. Kapitel heißt All the Small Things. Darin beschreibt er, wie er im Auftrag von TTSA zusammen mit Christopher Mellon die Fernsehserie Unidentified macht. Die kennen sicher viele Leute von euch für Netflix, in denen er Piloten und andere Leute vom Militär interviewt, insbesondere vom Tic-Tac-Vorfall, aber auch international herumreist, wo er seine Five Observables präsentiert und Beispiele dafür. Also das ist das, was ich gemeint habe, nach seinem Outing der Presse gegenüber, ein zweites Outing als Star quasi einer ganzen Fernsehserie. Das Pentagon versucht, ihn anzuklagen, und zwar sagt man, er hätte geheime Videos herausgeschmuggelt und freigegeben, aber es gelingt ihm auch das zu entkräften, weil er eben alles nach dem Buch gemacht hat, und er gibt sogar eine Beschwerde an den Inspector General des Verteidigungsministeriums ein, und dieser Generalinspekteur stellt dann fest, er hat alles richtig gemacht. Denselben Weg ist er dann auch David Crush gegangen, ne? Ja, ATIP wird geleugnet und so weiter. Und aufgrund dieser Bekanntheit machen sie jetzt das, also Mellon und er, was sie eigentlich wollten. Sie lobbyieren im Kongress und informieren Kongressabgeordnete und sagen den Parlamentariern, Leute, ihr habt das alles nicht gewusst, ihr wurdet jahrelang belogen. Und damit wird das Ganze quasi in Bewegung gesetzt. Privat geht es ihm nicht so gut, er verliert seinen Job bei der TTSA, weil die reduziert, nicht weil er gefeuert wird, sondern weil die reduziert, und auf einmal hat er kein Geld mehr. Und während man sich oft vorstellt, ja, die machen das alle wegen dem Geld und die Whistleblower kriegen Buchverträge, Filmverträge, Interviews und was weiß ich was alles, die Wahrheit ist, er ist mit seiner Frau in einen Trailer gezogen, also in einen Wohnwagenanhänger, und hat dann lange mit seiner Frau dort gelebt, und sie, die eigentlich eine hohe Beratungsposition gehabt hat an der Ostküste, muss jetzt an der Westküste im Supermarkt arbeiten und im Home Depot als Verkäuferin. Und er muss seine eigenen Löcher graben, in denen sie ihre septischen Tanks, also die Überreste, vergraben können. Also von wegen glamouröses Leben. Nein, der wohnt in einem Wohnwagen und muss seine eigene Kacke vergraben, während seine Frau betagt arbeitet. Ja, das erwähne ich mal an dieser Stelle, einmal eine private Sache, weil ich sie für wichtig halte. Und das ist bei vielen anderen Whistleblowern genauso. Das ist nicht so lustig, wenn man da seinen Job aufgibt und dann einfach ihm nicht steht. Er ist zu jung übrigens, um schon Pensionsanspruch zu haben. Er ist jetzt noch keine 60, also es schaut zwar ein bisschen älter aus, aber er ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch vor allem noch relativ jung und noch weit von Pensionsanspruch entfernt. Hat aber noch alle Sicherheitsfreigaben, das heißt, er kriegt irgendwann mal eine Pension. Er wurde nie offiziell gekündigt oder ihm irgendetwas entzogen. Kapitel 23, The War Plan. Da geht es jetzt weiter darum, dass sie halt versuchen, einen Disclosure Plan, also einen Plan der Öffentlichkeit zu entwickeln. Eben wiederum mit seinen Freunden, Jay Stratton und den anderen. Aber, ja genau, der dann vom Parlament beauftragt wird, die UAP-Taskforce zu leiten. Und er beschreibt, dass immer mehr Politiker sich für die Sache interessieren, dass der Senator Marco Rubio heraustritt und dann später Kirsten Gillibrand, um die ersten Gesetze unterbringen, sogar in einem Covid-Gesetz als Nebensatz quasi, in dem drinnen steht, dass die Geheimdienste bis zu 2021, es muss einen offiziellen Report des Pentagons über alles geben, was sie über UFOs wissen, zumindest über Sichtungen. Und da wird eben dann Jay Stratton eingesetzt. Man hat später erfahren,
wer dann noch alle mit an Bord war, Travis Taylor, David Grush, und die bereiten eben den Kongress vor, also einen Report vor von 2021. Auch der 60 Minutes erscheint, also dieses berühmte große Fernsehformat in Amerika, das ein Magazinformat, aktuelles Magazin, und darin werden halt die Leute, die man teilweise noch nicht per Bild gekannt hat, wie Alex Dietrich, Ryan Graves und einige andere vorgestellt und erzählen ihre Geschichte, unter anderem eben auch Lou Elizondo. Und der Report kommt heraus, das ist dieser Report, von dem man oft hört, der gesagt hat, es gab 144 Sichtungen im Untersuchungszeitraum und 143 von denen konnten nicht geklärt werden. Das war dieses dünne Papier, 8 Seiten oder sowas. Ich habe darüber in meinem, damals schon 2021, in meinem Standardartikel, in meinem Standardblog, der UFO-Blog, nein, warte mal, Entschuldigung, ich bin gerade verwirrt, selbst verwirrt. Genau, Out There, der UFO-Blog, heißt mein eigener Blog auf dem Standard. Habe da schon darüber berichtet, kann man nachlesen. Da steht einiges Erstaunliches in dem Ding drin. Es wird auch gesagt, ja, man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass es exotisch ist, bla bla bla, aber es wird auch nicht ausgeschlossen. Und viele der seltsamen Flugmanöver werden drin auch geschildert. Und genau, das war dieser Report, der, wie er damals hieß, der vorläufige Report. Der muss übrigens seit damals jährlich, wenn nicht sogar halbjährlich, wiederholt werden. Weiter geht es in dem Kapitel darum, dass jetzt diese UAP-Taskforce nach diesem Report gekillt wird vom Legacy-Programm, also von irgendwelchen Kräften innerhalb des DODs, die keine Freude damit haben, dass solche Kapazunder wie Jay Stratton sich um diese Sachen kümmern, der ja schon vorher der OSAP-Leiter war. Und Jay Stratton zieht daraus die Konsequenz und er geht. Nach, ich glaube, über 16 Jahren oder noch länger als UFO-Forscher im Pentagon geht er in die Privatwirtschaft. Ist aber noch immer tätig, man hört ihn auch heute gelegentlich. Zusammen mit Travis Taylor hat er manchmal Auftritte und auch auf Skinwalker Ranch in der Fernsehserie. Das finde ich oft so lustig, dass das Entertainment und enge Regierungsthemen so nahe beieinander liegen. Also die Skinwalker Ranch wurde ja auch im Auftrag der Regierung untersucht. Und Stratton, hoher Geheimdienstler, taucht darin genauso auf wie Travis Taylor, ebenfalls sehr oft von der Regierung mit hochgeheimen Dingen beauftragt. Jedenfalls tritt er zurück und anstelle von UAPTF gibt es jetzt eine seltsame interne Organisation namens AOIMSG. Ich erkläre nicht, was das Akronym steht, es ist auch wurscht, weil jetzt sagt das Pentagon, ja, wir nehmen die UFO-Sache ernst, wir nehmen das selber in die Hand, wir machen ein eigenes Büro. Und Elizondo und Mellon vermitteln aber bereits den Parlamentariern, dass das eigentlich nur ein Feigenblatt ist, dass das eigentlich ein Betrug ist, dass das Verteidigungsministerium versucht, durch die eigene Untersuchung von sich selbst Dinge eher zu verheimlichen, statt sie zu veröffentlichen. Er erzählt auch vom 2022 Hearing, das war das erste, das war nicht das mit Grush, 2022, das war das erste offizielle Hearing zum Thema UFOs im amerikanischen Kongress seit 50 Jahren, seit Ende der 60er Jahre war, das erste Mal seit über 50 Jahren. Und er schildert das, und er schildert die Schwächen dieses Hearings, aber auch, dass dort einiges präsentiert wurde und dass es vielen Leuten in der Öffentlichkeit zum ersten Mal klar gemacht hat, dass das ein Thema ist, dass da Dinge herumschwirren, auch wenn sich viele Leute noch immer lächerlich machen oder gemacht haben, dass da was ist, weil das ist im Fernsehen gewesen. Kann man auch heute noch ansehen. In demselben Jahr wird Arrow gegründet und das ist die Fortsetzung von diesem AOIMSG. Er geht da nicht näher drauf ein, ob Arrow jetzt eine Behörde ist, die für oder gegen die Offenlegung ist, wie wir mittlerweile wissen. Ich empfehle jedem, meinen UFO-TV-Kanal zu abonnieren und dort sich die Berichte zum Thema anzuhören, gerade im letzten halben Jahr. Es ist ziemlich klar, dass Arrow zwar eine offizielle UFO-Behörde des Pentagons ist, aber eigentlich mehr auf Seiten der Verhüllung arbeitet
als der Enthüllung. Grundsätzlich ist er aber positiv. Er sagt, Dinge passieren, es geht weiter, das Stigma wird schwächer, der Kongress beschäftigt sich damit, Universitäten beschäftigen sich damit, er erwähnt auch Avi Loeb. Er kriegt einen Job bei der Space Force, also er hat mehrere Jobs, aber er ist ein Berater der Space Force, durchaus für UFO-Themen, auch wenn das nicht ganz offiziell so genannt wird. Er sagt, die Space Force, die ja offiziell eher um sich um Satelliten und theoretischen Kampf zwischen Nationen in der Umlaufbahn der Erde kümmert, hat auch eine Abteilung für UFOs, Non-Unaid, und er berät da offenbar, auch wenn das Ganze noch immer nicht offiziell ist. Das heißt, er arbeitet auch jetzt wieder für die Regierung. Also er hat durchaus noch Connections. Ne? Es gibt ja eben innerhalb des Pentagon und des Militärs verschiedene Fraktionen. Und er gehört der Aufklärungsfraktion an, ist aber dabei, hat dabei durchaus Freunde und kann nicht so einfach beseitigt werden, wie auch schon gefragt wurde, warum ist er nicht einfach beseitigt worden? Ja, weil er gut vernetzt ist und weil es wohl auffällig wäre. Ja, er erwähnt auch noch das Gesetz von 2022, weitere Gesetze, die herauskommen, die unter anderem Whistleblower straffrei halten und denen sagen, sie können sich äußern über dieses Thema und Informationen vom Kongress anfordern, weitergehende von den Geheimdiensten zu diesem Thema. Was ich immer wieder betone, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, seit 5 Jahren werden jedes Jahr neue UFO-Gesetze in den USA veröffentlicht. Deutliche in ihrer Wortwahl und große, manchmal als Anhang, manchmal allein. Hallo? Warum sollte die größte Nation der Erde, das größte Militär der Erde, warum deren Parlament UFO-Gesetze beschließen? Wir beschließen ja auch keine UFO-Gesetze, weder in Deutschland noch in Österreich. Wir beschließen auch keine Bigfoot-Gesetze. Aber so ähnlich ist es. Es ist, als würden wir Loch Ness-Gesetze, als würde das amerikanische Regierung Loch Ness-Gesetze beschließen. So schaut es von außen aus. Aber würde das amerikanische Parlament Loch Ness-Gesetze beschließen? Wann würde es das tun? Das würde es nur tun, wenn es glaubt, dass in Loch Ness etwas zu finden ist. Das macht man ja nicht einfach so nebenbei. Dasselbe gilt für UFOs. So, Kapitel 24, The Next Level of Disclosure. Da nähern wir uns schon der Gegenwart. Dieses Jahr, also 23, im Jahr 23 gab es wieder einen neuen Report. Mittlerweile gibt es schon über 1000 Fälle, erst ans 800, dann über 1000, die der Direktor von Arrow, Kirkpatrick, damals eben verkündet hat, weil er muss ja dann diese Reports abliefern. In einem Interview mit, also in einem Kongress-Hearing mit der Senatorin Gillibrand im Frühjahr, haben nicht so viele Leute gesehen, aber da wurde er zum ersten Mal präsentiert. Aber kurz darauf outet sich Grush und alles ändert sich. Er geht auch wieder auf private Geschichten ein, wie zum Beispiel, dass sein Vater gestorben ist, was ich nicht erwähnt habe vorhin. Auch im Jahr davor ist Senator Harry Reid gestorben, also der das alles seit Jahren im Senat betrieben hat und von dem man mittlerweile weiß, dass eben der Senatsführer, er war selber Senatsführer der Demokraten, dass ein anderer Senatsführer eben, Chuck Schumer, das übernommen hat. Harry Reid war ein Mentor für ihn und er hat diese Agenda übernommen und möchte halt diese Offenlegung weiterführen. Damit sind wir auch in dem Kapitel jetzt im 24. im Jahr 23 gibt es eben Grush, es gibt diese Anhörung und es gibt Anwürfe gegen Grush und es gibt aber auch dieses Schumer-Rounds-Gesetz. Da geht es nicht mehr so im Detail ein, wir nähern uns der Gegenwart. Das kann man alles ja selber nachlesen. Entweder bei mir im Standard-Blog oder auch immer wieder in meinen anderen Videos auf dem Kanal, wo ich mich auch mit diesen Themen beschäftige, nicht nur in den wöchentlichen News, sondern halt auch in Lernformaten wie diesen. Eine ganze Liste findet sich auf der Website. So, Elizondo ist mittlerweile oft in Washington und berät hinter verschlossenen Türen
Abgeordnete. Das weiß man. Also er hat das erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Zugang zu den wichtigsten Gesetzgebern, um die Disclosure voranzutreiben. Das Kapitel 25 heißt New Horizons. Da äußert er ein paar Gedanken zur Offenlegung, wie es jetzt weitergehen könnte, und fordert die Leser auf, selbst aktiv zu werden und zum Beispiel ihre Abgeordneten anzurufen und ihnen Briefe zu schreiben oder E-Mails, um die Offenlegung weiter voranzutreiben. Damit ist das Buch aber noch nicht aus. Es gibt noch Acknowledgement, also Danksagungen, und die sind sehr lang. Man findet viele interessante Namen darin und unter anderem ein paar Informationsnuggets, die ich ganz spannend fand. Und eines davon werde ich in der nächsten Wochenschau präsentieren. Ich sage mal so viel, es hat mit der Dokumentation zu tun, die Elizondo auch angekündigt hat, die über ihn selbst oder über seine Tätigkeit herauskommen wird und über Offenlegung. Also das in der nächsten Folge von UFO TV News. Dann gibt es noch einen Anhang, in dem gibt es verschiedene Dokumente und E-Mails, die das bestätigen, was er erzählt. Also dass er dort gearbeitet hat, wo er gearbeitet hat und dass höchste Spitzen im Pentagon involviert waren. Es gibt Fotos aus seiner Tätigkeit, aber auch Fotos aus seiner Karriere, Privatfotos und eine Liste von Zitaten von ehemaligen Präsidenten und anderen wichtigen Politikern, was die halt so alles im Laufe der Zeit über UFOs gesagt haben. Und das ist gar nicht so wenig. So viel zum Buch. Jetzt zu meiner angekündigten Einschätzung und ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Ich habe bereits erwähnt, ich halte das Buch für sehr, sehr, sehr gut, sehr spannend, gut geschrieben vor allem. Es liest sich teilweise wie ein Krimi. Es ist auch eine Autobiografie, man hat Krimi-Elemente, man hat Soap-Opera-Elemente. Es ist wirklich eine gute Lektüre und als Audiobook auch eine gute Geschichte, die man sich anhören kann. Flüssig geschrieben, ja, also da kann man echt nicht meckern. Es ist kein fades Buch. Das Vorwort von Christopher Mellon ist ein bisschen bockiger, zackiger, eckiger, aber auch das lohnt sich zu lesen und im Audiobook kann man sich das ganz gut anhören. Ein wichtiger Punkt, der für das Buch spricht, ist, dass es It connects the dots, also es fügt Dinge zusammen, es verbindet die Punkte. Viele Sachen, die man schon wusste, OSAP, ATIP, Pentagon, Navy-Videos und so weiter, werden hier in einen Kontext gestellt und man kann zum ersten Mal historisch feststellen, wie sich diese Dinge alle eigentlich verbunden haben, wie das sich alles entwickelt hat und welche Rolle eben Elizondo und andere Leute dabei hatten. Denn ein weiterer wichtiger Punkt ist, er nennt Namen von Personen, Pro- und Contra-Enthüllung, wichtige Mitarbeiter, er nennt Namen von Programmen. Also da ist einiges drinnen, das man vorher auf diese Weise noch, also so noch nicht kannte und was zum Beispiel dem Kongress helfen kann, Leute vorzuladen und sie zu befragen. Es gibt auch einen sehr guten historischen Überblick, vor allem über die Entwicklung von ATIP seit 2008 und wie dann halt die weiteren Schritte innerhalb des Pentagons passiert sind. Also vor allem ein Überblick über die letzten 7, 8 Jahre, aber teilweise auch eben einen historischen Überblick, der darüber hinausgeht. Es gibt, um nicht nur Positives zu sagen, für mich auch ein paar Lücken. Also ich finde, dass er das zwar alles sehr gut erzählt, aber nicht so stringent, dass man es leicht nachvollziehen kann. Also eine Timeline kann man da schwer basteln. Er erwähnt zwar Jahreszahlen, aber nicht immer. Und man kann nicht immer genau sagen, wer was wann gemacht hat. Was war jetzt eigentlich diese Struktur von ATIP? Gab es die überhaupt als eigenen Bereich? Das wird ja noch immer bestritten. Also, dass sie als Gruppe agiert haben, ist mittlerweile unbestritten. Aber gab es eine offizielle Struktur namens ATIP? Welche Position hatte Jay Stratton? War Elizondo wirklich deren Leiter? Das wird nie so wirklich angesprochen. Also was da wirklich wer, wann, wie, wo, wann gemacht hat, ist ein bisschen eine Lücke.
Eine andere Sache, die ich nicht so toll finde, ist, dass sowohl Melon als auch Elizondo, dass sie aus einem immer wieder, nicht immer, nicht durchgehend, aber immer wieder aus einem militärischen Blickpunkt schildern, also aus einer Bedrohung, aus einer potenziellen Bedrohung heraus. Nicht nur, er hat auch Teile, wo er sehr wohl in philosophische Überlegungen geht, in esoterische Überlegungen, in religiöse, was das Phänomen alles sein kann und was es mit unserem Gehirn zu tun hat oder mit unserem Bewusstsein. Aber sehr oft geht es darum, militärische Bedrohung oder potenzielle militärische Bedrohung herauszustreichen. Nun, Annette, er war im Pentagon, er war in der Position und viele Militärangehörige wissen eben nicht, was sie mit diesen Vorfällen machen sollen und das ist potenziell gefährlich, auch eben in Zusammenarbeit oder eben nicht Zusammenarbeit, sondern in der Gegnerschaft mit Russland. Er geht auf einen Vertrag auch ein, den es gab, der mittlerweile bekannt ist, dass die Russen und die Amerikaner sich während der Zeit der Sowjetunion gegenseitig informiert haben, wenn sie UFOs gesehen haben, damit die anderen nicht glauben, das sind Raketen und man müsste gleich einen Atomkrieg beginnen. Also ich bin da nicht immer ganz glücklich mit der Sichtweise. Ich vermute aber, dass das Absicht ist, weil die Absicht von Elizondo und von Mellon ist ja, den Kongress dazu zu bewegen, Dinge zu tun, auch heute noch. Und die beste Möglichkeit, den Kongress zum Handeln aufzufordern und auch die Öffentlichkeit dahinter zu bekommen, also die breite Öffentlichkeit, ist zu sagen, es gibt eine potenzielle Bedrohung, eine mögliche Bedrohung. Und er meint, selbst wenn die Chance nur 1% ist einer Bedrohung, müsste man der Sache nachgehen. Und das ist sicher ein guter Hebel. Ein weiterer Kritikpunkt, sage ich mal, ist diese ganze Warp-Blasen-Geschichte möglich. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Ein bekannter, befreundeter Physiker, der auch schon mit mir öfters in Podcasts aufgetreten ist, der Karl Swozil, Dr. Karl Swozil, hält diesen Teil für Blödsinn. Er sagt, dass da nicht Elizondo, aber Puthoff einfach nur spekuliert. Ich persönlich bin auch nicht überzeugt. Also Warpblasen als Möglichkeit für Fernreise und so weiter passt schon. Aber manche Sachen erklärt es nicht. Die fehlende Zeit, die Leute haben, die oft über Stunden hinweg passieren und wo sie sich plötzlich an anderen Orten finden, kann mit einem Warpfeld nicht erklärt werden. Die müssen entweder entführt oder hypnotisiert worden sein. Oder halt, weiß nicht, was ihnen sonst noch passiert ist. Aber das kann man mit dem Warpfeld allein nicht erklären. Ebenso gewisse Verwandlungen von UFOs, die man sieht. Wenn die plötzlich eine ganz andere Form haben, kann das nicht damit zusammenhängen, dass es eine Warpblase war. Also da bin ich nicht so. Und diese Erklärung, dass ein längeres UFO mehrere Warpblasen hintereinander hat, die sich überlappen und so weiter, das kommt mir ein bisschen, ich weiß nicht, sage ich mal, Kindergarten vor, ne? Also wenn mein Flugzeug mit einem Propeller nicht fliegt, brauche ich zwei Propeller. Und wenn es noch größer ist, brauche ich noch mehr Propeller. Das ist mir ein bisschen zu simplizistisch, gerade weil ich in diesem Sinne nicht wissenschaftlich gebildet bin. Und seine Wassertheorie, ich weiß gar nicht, warum er die reingeschrieben hat. Wasser ist jetzt echt nicht selten. Wir wissen, dass Wasser auf anderen Planeten allein in unserem Sonnensystem vorkommt. Wir wissen, dass Wasser Eis auf Meteoren herumschwirrt. Und wir wissen, dass Wasserstoff in vielen Formen und Verbindungen fast überall vorhanden ist. Das heißt, wenn ich ein UFO bin und ich brauche Wasserstoff, um mein UFO anzutreiben, okay, dann muss ich quasi nur die Luke aufmachen. Überall im Universum gibt es Wasserstoff. Ich weiß nicht, ob es das häufigste Element ist, aber ich glaube schon. Und in jeder Sonne und so weiter. Da müssen Sie nicht auf die Erde fliegen, um zu tanken. Und unsere Forschung hat auch ergeben, dass Wasserplaneten sehr häufig sind. Also offenbar ist die Forschung nach fremden Planeten in anderen Sonnensystemen zu der Überzeugung geraten, dass Wasserplaneten sogar eine der häufigsten Formen sind. Und es eher erstaunlich ist, dass wir keinen haben, außer wir sagen, wir sind ein Wasserplanet. Ich möchte mich da jetzt nicht verlieren, aber das halte ich für eine der schwächeren Stellen. Und er geht auch immer wieder darauf ein. Und also, dass die Aliens kommen, um bei uns Wasser zu tanken, nein, nein, wirklich nicht.
Aber abgesehen davon enthält dieses Buch wirklich viele sogenannte Bombshells, also Sachen, die man wirklich noch nicht gewusst hat, nicht nur die Namen und so weiter, sondern auch seine Berichte über Implantate beispielsweise und Roswell, also die Bestätigung von Roswell auf die Art, wie er es bestätigt, ist da auch erstaunlich. Biologics, dass es offenbar biologische Überreste gibt. Was steht da? Legitimation. Ja, also viele Sachen finden halt heute eine Legitimation. Also viel, was man eh schon gewusst hat, was Grush gesagt hat, was andere Leute ausgesagt haben, werden durch ihn als Insider direkt oder indirekt bestätigt. Er liefert zwar keine Beweise dafür, vielleicht kommen die demnächst noch, aber er ist auf jeden Fall jemand, der Dinge bestätigt, die man schon lange vermutet oder sozusagen gewusst hat. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, das Buch, keine Frage, eine unbedingte Empfehlung. Ich werde, wie gesagt, in weiteren Folgen noch in Berichten von in meinem News-Channel hier auf diesem Kanal. Daher meine Bitte, Aufforderung, abonniert diesen Kanal. Der kann echt noch einige Abonnenten gebrauchen. Nicht nur, weil ich sie gebrauchen kann, sondern weil dadurch das Thema weiter verbreitet wird. Je mehr Abonnenten, desto mehr wird es auf YouTube anderen Leuten angezeigt. Und ich finde, wir sind mitten in einer Phase, in der das sehr, sehr wichtig ist. Also bitte du, gerade du, wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte jetzt und Benachrichtigungen einschalten am besten, damit ihr auch informiert werden. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, auf die eine oder andere Art, geht das natürlich auch. Ich habe einen Merchandise-Shop mit schönen T-Shirts und Tassen und anderen Dingen, einem Mauspad zum Beispiel. Man kann Kanalmitglied werden, dann kriegt man ab und zu Sachen speziell, wie dieses Video zum Beispiel, früher als alle anderen. Man kann Super Thanks machen, man kann mir Spenden hinterlassen, all das findet sich in der Beschreibung. Wenn ihr wollt. Niemand muss. Ich werde die Arbeit auf jeden Fall fortsetzen, egal ob jetzt sehr viel mehr Leute abonnieren oder mir irgendwas zukommen lassen. Ich finde es einfach zu wichtig. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ja, und was ich noch am Schluss sagen möchte, zum Schluss möchte ich sagen, das ist nur der Anfang. Ich habe an anderer Stelle schon ein paar Mal erwähnt, einen sogenannten Disclosure-Herbst. Das Buch von Elizondo war lang erwartet, eigentlich seit 2 Jahren, es hätte schon voriges Jahr rauskommen können, aber Pentagon hat einige Steine in den Weg gelegt, jetzt ist es da, ist aber wahrscheinlich nur der erste Schritt. Wir erwarten die Dokumentation von James Fox, wir erwarten noch eine zweite Dokumentation über Elizondo, es soll neue Anhörungen geben, wahrscheinlich neue Whistleblower, auch in dem Punkt hat sich schon wieder was getan. Das erwähne ich dann. So, jetzt hat es mich also doch noch im letzten Moment erwischt. Alles in einem Take geschafft, aber dann leider ja, Stromausfall. Daher schnell zum Ende zu kommen, bevor mir nochmal sowas passiert. Es steht uns noch viel bevor. Vielleicht Befragungen vom Kongress, Whistleblower, was auch immer. Noch ein paar Überraschungen. Es wurde angekündigt, dass sich vielleicht noch ein paar andere prominente Leute äußern werden. Wie gesagt, ich glaube, dass sich in diesem Herbst einfach viel tun wird und tun muss, auch aufgrund dieses Buches. Auch es wird viele Berichterstattungen über dieses Buch geben und so weiter und Berichterstattungen aus allen drumherum. Also es ist der ideale Zeitpunkt, um in das Thema einzusteigen und sich dafür zu informieren. Wöchentlich auf diesem Kanal, UFO TV aktuell, UFO TV News, UFO TV Wochenschau, wie immer man es nennen möchte. Hier werden Sie geholfen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war informativ für euch und interessant. Und immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.